Mein Name ist Wolfgang Berger. Ich arbeite für die Firma Citycom hier in Graz und dort beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Automatisierung von IT-Systemen mit Hilfe von Puppet, aber auch mit Voice-over-IP-Anlagen und WLAN-Systemen eben. Ja, ich bin der Patrick. Ich arbeite bei der Firma NTS. Ich beschäftige mich im Rahmen meines Berufs auch viel mit Linux-Systemen. Ganz besonders mag ich Systemadministration, alles, was da drunter fällt, was man mit Linux machen kann. Und ja, würde ich sagen, dann starten wir mal in die Präsentation rein. So, was haben wir heute vor? Wir möchten zuerst einmal grundsätzliche Ideen und Überlegungen darbieten, warum man sich jetzt die Arbeit machen sollte, seinen eigenen Mail-Server aufzusetzen und den dann auch zu betreiben. Wir schauen uns das klassische Mail-Konzept an und gehen dann auch darauf ein, welche speziellen Möglichkeiten man noch hat mit einer modernen Groupware-Lösung, was natürlich auch übers Mailing an sich hinausgeht. Zum Schluss schauen wir uns natürlich noch die Punkte Sicherheit und Spam-Schutz an, weil für den erfolgreichen Betrieb von einem Mail-Server die Punkte natürlich essentiell sind. Natürlich zur grundlegenden Motivation, warum baue ich mir selbst meinen Mail-Server? Das ist natürlich, weil ich die Datenhoheit behalten will. Die Kommunikation zwischen zwei Personen geht natürlich nur die zwei Personen etwas an und vielleicht keinen großen amerikanischen Konzern, der da gern mitlesen würde. Und da ist natürlich der Hauptpunkt, die Infos bleiben bei mir oder bei demjenigen, der es mir eben geschickt hat, also meinen Kommunikationspartner. Der nächste große Hauptpunkt, warum man sich eigentlich die Arbeit macht, ist, dass natürlich ein immenser Knowledge-Aufbau ist. Man lernt viel über Linux, man lernt viel über Mail-Systeme und wie die ganze Welt so zusammenspielt in dem Bereich. Das ist natürlich ein Hauptpunkt auch ist. Und in dem Zuge kann man sich dann natürlich auch mehr in die Gemeinschaft, in die Community einbringen. Man hat die Möglichkeit, mit Hilfe von Bug-Reports die Software zu verbessern oder natürlich auch einfach durch Feature-Requests die ganze Entwicklung noch voranzutreiben. Das ist ein wesentlicher Punkt. Grundlegende Entscheidung hat man ganz am Anfang zu treffen. Wie man sich jetzt den Mail-Server zu Hause hinstellen und den natürlich auch betreiben oder entscheidet man sich jetzt für eine Rechenzentrumslösung, sprich für Housing oder Hosting beispielsweise. Wie man sich den Mail-Server privat zu Hause hinstellen, gibt es natürlich einige Anforderungen, einige technische Anforderungen, die zu erfüllen sind. Das ist natürlich, man braucht eine statische IP-Adresse. Die ist jetzt in den meisten Consumer-Produkten von Internet-Service-Anbietern natürlich nicht enthalten, kann möglicherweise hinzugebucht werden. Da gilt es eben, das primär abzuklären. Der zweite wichtige Punkt ist eben, stimmt dann auch wirklich der PTR-Record, sprich der Reverse-DNS-Eintrag, auch mit meinem Mail-Server-R-Record zusammen. Das ist ein Setting, das ist vom Provider her zu tätigen und kann natürlich in einer entsprechenden Administrationsoberfläche dann umgestellt werden. Ist, wie gesagt, bei Standard-Consumer-Internet-Anschlüssen so auch nicht möglich. Welche Zuverlässigkeit kann ich gewährleisten? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wie wichtig ist mir mein Mail-Server und wie wichtig ist mir die Kommunikation, die darüber geht? Also standardmäßig, wenn meine Gegenstelle auch den Postfix verwendet, probiert er ja innerhalb von 5 Tagen das Mail aus der Mail-Queue immer wieder zuzustellen. Das heißt, ich hätte theoretisch 5 Tage Downtime Zeit, ohne ein Mail zu verlieren. Das würde mir aber so dahingehend jetzt nicht verlassen. Da geht es natürlich um, was habe ich mit meinem Mail-System vor? Ist es für die Weiterbildung, für mich oder soll es was Produktives sein? Ja, welche Hardware setze ich ein? Das kann jetzt ganz klassisch der Raspberry Pi sein. Für meine Heimanwendungsbereiche kann man natürlich auch ein größeres Labor aufbauen und die ganze Sache eben skalierter angehen. Da ist halt so wichtig zu wissen, wie viel will ich investieren in Hardware, in Strom, in Betrieb. Aber das Wichtigste in der Lösung ist natürlich, die Daten bleiben bei mir zu Hause, in meiner Hoheit. Zweite Möglichkeit, die ich natürlich hätte, ich könnte mir ein VPS mieten bei einem Cloud-Provider. Da habe ich natürlich nicht mehr die Sorge der Hardware, der Verfügbarkeit, der DNS-Anforderungen, des PTR-Records, da wird für mich schon recht viel erledigt, sage ich jetzt einmal. Andererseits ist der wesentliche Punkt, die Datensicherheit hier ist reine Vertrauenssache. Das heißt, womöglich sollte man nicht jetzt zu einem amerikanischen Provider gehen und dort seine virtuelle Maschine hinlegen. Ich meine, es ist sicher besser, wie ein SaaS-Produkt zu verwenden, weil es doch die Analysemöglichkeit dadurch erschwert wird. Aber das ist trotzdem Vertrauenssache, wo meine Daten liegen. So, wir möchten jetzt darauf eingehen, den Unterschied zwischen dem klassischen Mail-System,
sieht man hier, da gibt es quasi nur unter Anführungsstrichen das Mailing und eine Groupware-Lösung, die eben natürlich eine Vielzahl von anderen Funktionalitäten eben noch bietet, wo es übers Mailing hinausgeht. Diese Grafik kennen vielleicht einige von euch, das beschreibt wirklich den Basic-Mail-Fluss. Das heißt, wir haben hier den MUA, das ist der Mail-User-Agent, das ist klassisch jetzt ein Thunderbird oder Evolution-Mail, kann auch ein Outlook sein. Der greift über Port 587, hoffentlich verschlüsselt, Postfix auf seinen Mail-Server zu, das ist der Mail-Transfer-Agent. Dieser leitet das Mail basierend auf den MX-Antrag der Empfängerdomain auf den nächstgelegenen Mail-Server, also den zuständigen Mail-Server weiter. Der zuständige Mail-Server greift dann der Mail-Delivery-Agent rein, das können jetzt beispielsweise DAF-Code sein, und legt das Mail dann wirklich auch ins Postfach des Empfängers rein und der holt sie mit seinem Mail-User-Agent dann auch wieder ab, das Mail. Also wesentlich hier, dass das funktioniert, ist der MX-Record, der zeigt an, auf welcher Mail-Server für welche Mail-Domain jetzt zuständig ist. Und im Gegenzug auch noch der BTR-Record, der wird vom Empfänger-Mail-Server aufgelöst und der muss ja mit dem A-Record übereinstimmen. Das ist ein entscheidendes Merkmal für Spam, also um Spammer zu erkennen, wenn der Eindruck nicht übereinstimmt. Jo, kurz zum Mail-Transfer-Agent, das ist ein wirklich das Herzstück von einem Mail-System, der übernimmt den Transport des Mails von A nach B. Der verwendet das SMTP-Protokoll zwischen den Servern Port 25, kann auch verschlüsselt sein, und zwischen dem Mail-User-Agent und dem eigentlichen Mail-Server, den man besitzt, Port 587 verschlüsselt Submission, sagt man dazu auch. Genau, Vertreter wäre neben Sendmail, Exim oder natürlich der Postfix, auf den wir jetzt dann noch genau eingehen werden. Der Mail Delivery Agent hat dann letztendlich die Aufgabe, das Mail entgegenzunehmen und es in das Postfach des Users reinzulegen. Und da unterscheidet man zwischen zwei großen Protokollen, also zwischen BOP und IMAP. Der Unterschied zwischen BOP und IMAP vielleicht ganz kurz, ich erkläre das gerne anhand von einer Postfiliale. Also wenn ich jetzt einen Brief kriege und zur Postfiliale hingehe, den Brief am Schalter aufmache, den lese und dann wieder mitnehme zu mir nach Hause, dann habe ich BOP gemacht. Sprich, ich habe das Mail abgeholt, es liegt zu mir, bei mir nach Hause, es ist nicht mehr in der Postfiliale als Server. Im Gegensatz dazu bei IMAP, da gehe ich hin zur Postfiliale, öffne den Brief, lese ihn, mache ihn wieder zu und lege ihn wieder zurück zur Postfiliale. Dann gehe ich wieder. Und wenn man wieder anschauen will, dann gehe ich wieder hin. Also das heißt, der Brief liegt quasi nicht bei mir. So, ich möchte noch kurz ein Tool vorstellen, was quasi hilft, den klassischen Mail-Server aufzusetzen und den auch zu administrieren. Das Tool heißt ISP-Config, ist ein Open-Source-Tool, was von einer deutschen Firma entwickelt wird und auch von einer richtig starken Community auch vorangetrieben wird. Das ISP-Config hat eben neben den Mailing auch noch andere Daemon-Funktionalitäten für Web, Datenbank, DNS-Anwendungen. Das heißt, eine Vielzahl von Daemons wird dort unterstützt, um sich das System jetzt weiter aufzusetzen. Ganz wichtig beim ISP-Config, obwohl da Mailing steht, bietet es kein Webmail als eigentliche Mailing-Oberfläche dazu. Das heißt, das müsste man sich noch selbst aufsetzen. Das war eben AroundCube-Mail, was man da verwenden könnte. Da auf dem Bild sieht man RoundCube-Mail mit einem Collab-Skin, was mir einfach sehr gut gefällt, so wie das ausschaut. Und das RoundCube greift eben dann per IMAP auf den Mail-Server zu, wenn man es natürlich auf der gleichen Maschine laufen hat und die Mail-Accounts dahinter kann man dann quasi mit einem ISP-Config administrieren. Danke. Ich möchte jetzt kurz einmal so eine moderne Groupware-Lösung schildern oder beziehungsweise was hat man für Vorteile, wenn man eine Groupware-Lösung einsetzt. Viele Leute möchten nicht nur ihre E-Mails über dieses ganze System abwickeln, sondern vielleicht auch zusätzlich ihre Kontakte synchronisieren, Kalendereinträge synchronisieren, aber auch Aufgaben und Notizen. Das kann man alles mit so einer Groupware-Lösung machen. Die bietet darüber hinaus den Vorteil, man kann relativ leicht auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Das heißt, man könnte sich so ein System aufsetzen, um beispielsweise, wenn man das jetzt im privaten Umfeld nutzen möchte, dass man einfach seine ganzen Familienmitglieder da
einbindet und die auch dieses System nutzen können. Das heißt, man kann da geteilte Mailboxen erstellen, man kann sich Kalender teilen und dort gemeinsam Termine eintragen. Ein weiterer Vorteil ist, man kann sich relativ leicht so eine Synchronisation mit mobilen Geräten einrichten, wie man es vielleicht vom Firmen-Mail-Account gewohnt ist, dass man sich über ein Protokoll, das nennt sich Exchange Active Sync, ist ursprünglich von Microsoft, gibt es aber auch in einer Open-Source-Variante, auf das werde ich kurz dann später noch eingehen. Also mit diesem Protokoll kann man relativ leicht mobile Geräte synchronisieren. Also nicht nur die E-Mails, sondern eben auch die Kontakte, Kalendereinträge und so weiter. Die meisten Groupware-Lösungen bieten auch eine umfangreiche Webmail-Oberfläche für diese ganzen Funktionen. Und die werde ich auch ganz kurz dann noch herzeigen. Softwaremäßig gibt zum Beispiel Zimbra oder Zarafa, beziehungsweise mittlerweile heißt das Ganze Kobano, was eigentlich ein Fork von Zarafa ist und eigentlich eine sehr tolle Open-Source-Lösung ist, wenn man sich so ein System aufsetzen möchte. Und auf das werde ich jetzt auch noch kurz eingehen. Ganz interessant zu wissen vorerst, es gibt zwei Varianten von Kobano. Es gibt eine Paid-Variante, die als Subscription angeboten wird, eben für Unternehmen, die auch Support benötigen. Aber es gibt auch eine Community-Variante. Wichtig gilt es zu beachten, wer sich sowas für zu Hause aufsetzen möchte. Es ist nicht ganz einfach. Kobano stellt Pakete bereit, also wenn man das Ganze zum Beispiel unter Debian aufsetzen möchte, man bekommt die Deb-Buckel, aber man hat kein Repo, was man sich ganz einfach in die Sources-List eintragen kann. Sprich, da ist leider ein kleines Hindernis, bei der Paid-Subscription schaut das Ganze dann anders aus, kann man aber leicht umgehen, man richtet sich lokal ein eigenes Repo ein, zieht die Pakete in regelmäßigen Abständen runter und installiert sie dann dementsprechend, dann kann man sich natürlich auch in die Sources List einbinden und ganz einfach mit apt-get installieren. Ist halt natürlich nicht so einfach in der Handhabung, wenn ich mir jetzt regelmäßig da auch die Pakete von der Webseite runterziehen möchte. Man könnte das dann vielleicht dann irgendwie noch automatisieren, aber nur als Hintergrundinformation. Was es auch zu beachten gilt, es handelt sich da um Nightly Builds, das heißt, man ist jetzt nicht immer auf einer Stable-Variante, die auch durchaus getestet wurde, sondern ist da mehr oder weniger immer ganz vorne dabei, Bleeding Edge. Das Ganze soll auch wirklich eine Open-Source-Alternative zu Microsoft Exchange darstellen, kann auch einige dieser Funktionen, also wirklich so gut wie alles abbilden. Ich meine, im Speziellen muss man sich dann anschauen, ob es wirklich diese Funktionalität auch abbilden kann, aber im Großen und Ganzen wirklich eine Alternative. Kobano hat auch eine sehr moderne modulare Architektur. Das heißt, ich kann das Ganze auch über mehrere Server verteilen. Es gibt den Kobano Core, der besteht aus dem Delivery Agent, da ist der Spooler dabei, da ist der ganze Serverteil dabei, der auch die Kommunikation mit der Datenbank abwickelt, beziehungsweise auch dann mit der Web-App, die die Webmail-Funktionalität und auch die Kalenderoberfläche, Kontakte und so weiter enthält. Habe dann auch den Monitor-Teil, der die Quotas überwacht, die Search Engine und auch einen Spam-Daemon, der mir dabei hilft, Mails zu lernen und an meinem Spam-Filter weiterzugeben. Das heißt, ich kann diese Module auch über mehrere Server verteilen, je nachdem, wie ich die Architektur aufbauen möchte. Natürlich, ich kann auch alles auf einem Server der Einfachheit halber betreiben. Es spricht absolut nichts dagegen, für ein privates Mail-Setup das so zu machen. Die Web-App bietet wirklich eine übersichtliche Oberfläche über alle Funktionen und ich habe dort auch mehrere Erweiterungen, zum Beispiel eine Files-Extension, mit der ich auch irgendein Storage einbinden kann, wenn ich ein NAS habe und habe das dann zur Verfügung gestellt über die Web-Oberfläche. Meetings, MetaMost lässt sich theoretisch auch alles einbinden. Die Daten werden grundsätzlich im Standard-Setup, würde ich dafür einen MySQL-Server bzw. MariaDB verwenden. Dort werden dann die Mails gespeichert. Die Attachments in der Standardkonfiguration, ich kann es auch in die Datenbank legen, ist normalerweise irgendwo ein Verzeichnis, wo die Attachments dann abgelegt werden, also nicht in die Datenbank üblicherweise. Zugriff kann ich machen über verschiedene Wege. Ich habe ein Webmail dabei natürlich. Es gibt eine Desktop-App, die kann ich auf verschiedenen Linux-Distributionen installieren, gibt es auch als fertige Pakete. Ich kann genauso jetzt den Active Sync verwenden. Ich könnte darüber auch theoretisch, wahrscheinlich in diesem Kreis ist es nicht so interessant, aber auch Microsoft Outlook dann einbinden. Ja, Active Sync wird realisiert mit ZBusch. Das ist auch von der
kommt von der Zarafa-Seite, ist damals auch von der Firma, die hinter Zarafa steht, von der Zarafa Deutschland GmbH entwickelt worden, soweit ich weiß. Das Ganze emuliert eben dieses Exchange Active Sync Protokoll, aktuell in Version 14.1. Das ist, was eigentlich beim Exchange Server 2010 im Service Pack 1 auch dabei wäre. Das Ganze benötigt dann auch einen Webserver, ist eine PHP-Applikation, nur so als Hintergrund. Ich kann natürlich auch mit Bob und IMAP zugreifen, wenn ich es möchte, sonst üblicherweise Web-App und ActiveSync für die mobilen Geräte sind eine gute Alternative. Ganz kurz zur Übersicht, so schaut die Web-Oberfläche aus, ist relativ simpel, übersichtlich, ihr habt dann oben meine Kalenderkontakte, wie auch immer, was ich da halt alles brauche von diesen Funktionen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Sicherheit, was wirklich ein relevantes Thema ist, wenn ich einen Mail-Server betreiben möchte. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Geschichte mit Hillary Clinton. Vielleicht möchte man das nicht mit den eigenen Daten. Wahrscheinlich nicht so brisant, aber man sollte sich doch um die Sicherheit dieses Systems kümmern. Ganz kurz, grundsätzlich, die Infrastruktur soll sicher sein. Das heißt, aktuelle Linux-Distribution verwenden, nicht das Ganze ewig unbeaufsichtigt lassen, keine Updates einspielen, ist keine gute Idee. Das heißt, regelmäßige Updates, das Ganze aktuell halten. Empfehlenswert ist immer eine Firewall auch davor. Man sollte nur das nach außen freischalten, was wirklich benötigt wird. Das heißt, Port 25 für einen SMTP-Transfer werde ich natürlich benötigen. Da muss man auch aufpassen, wenn man sagt, man möchte es jetzt vielleicht mit Geoblocking einschränken, dass man dann gewisse E-Mails nicht bekommt. Sonst eher darauf achten, Webmail brauche ich vielleicht nicht immer unbedingt nach außen freigeschaltet, kann ich vielleicht mit VPN zugreifen oder sonst zumindest Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden. Also man kann natürlich auch Failed-to-Ban verwenden, der eine oder andere wird das sicherlich kennen, um die Logins dann nach einer gewissen Zeit, also quasi firewallmäßig zu sperren bei mehreren fehlerhaften Logins. Ganz wichtig ist ein Spamfilter, wenn man nicht gleich im Spam versinken möchte. Man unterschätzt das oft, irgendwo taucht einmal die E-Mail-Adresse auf, landet irgendwann in einer Spam-Datenbank und man ist dann wirklich gleich, also schnell einmal Opfer. Zumindest mir ist es so gegangen, weil irgendwo im Whois-Eintrag meine E-Mail-Adresse war, wo ich eigentlich das gar nicht wollte zunächst. Aber andere Geschichte und seitdem bekomme ich da auch immer wieder Spam. Man sollte sich auch diese ganzen Sicherheitsframeworks anschauen, die es gibt, zum einen SPF, das Sender Policy Framework, DKIM, Domain Keys Identified Mail und DMARC, das sind so drei Frameworks, die werde ich später noch kurz erklären, das ist eher technisch. Ganz wichtig ist immer die sichere Konfiguration des Mail-Servers und hier sollte ich auch nicht legitime Mails relativ schnell filtern und so gut wie es geht auf die Verschlüsselung achten. DLS grundsätzlich anbieten, geht nicht immer, ich werde das kurz auch noch erklären. Und wenn ich so eine Sache mache wie mit ActiveSync, kann ich Client-Zertifikate auf meinem Handy verwenden, wenn es wirklich nur gewisse Geräte sind und ich das privat nutze, ist es relativ einfach. Ich erstelle mir ein Client-Zertifikat und kann auch wirklich nur mal mit meinen legitimen Clients mich verbinden, aber das wäre jetzt wirklich schon sehr advanced, was das Security-Konzept betrifft. Ganz kurz das Ganze auf den Postfix heruntergebrochen. Wie kann ich so ein gut sicheres Setup mit dem Postfix machen? Eine nette Funktion von Postfix ist Postscreen, der so einen First Layer of Defense bietet. Der läuft vor dem eigentlichen SMTP-Daemon, der die Mails dann auch annimmt und sitzt da dazwischen und filtert so auf das SMTP-Protokoll selber. Und da ist auch ganz wichtig, die Last für den SMTP-Daemon wird minimiert, wenn ich vorher schon ein bisschen filtere. Und ganz konkret geht es da darum, dass ich einfach Spambots und Zombies fernhalte. SMTP ist grundsätzlich ein sehr höfliches Protokoll, das heißt, man muss auch grüßen. Manche Spam-Server machen das so, dass sie zu schnell grüßen. Das heißt, wenn Sie eine Verbindung aufbauen, müssen Sie mal warten, bis der Server antwortet, bevor Sie dann einmal ein SMTP-Hello schicken. Wenn diese Zeit, also die Antwort nicht abgewartet wird und gleich einmal ein Hello vom Client, der jetzt ein Mail zustellen möchte, geschickt wird, dann können wir davon ausgehen, dass das ein Spam-Proxy ist, der sich da nicht darum kümmert und möglichst schnell viele Spam-Mails rausschicken möchte. Diese Checks werden eingeteilt in sogenannte Pre-Greet-Checks, die eben vor diesen Grüßen passieren, wie eben dies, was ich gesagt habe, also Before-Checks, wie dieser Pre-Greet-Test
und da kann ich auch den S-Blocklist-Checks machen. Und da schaue ich einfach, ob diese IP-Adresse, die mir, also der Client, der mir jetzt ein Mail zustellen möchte auf meinem SMTP-Server, nicht irgendwo auf einer Blacklist gelandet ist. Nach diesen Grüßen kann ich noch andere Tests machen, möchte ich auch nicht näher darauf eingehen. Command Pipelining wird grundsätzlich beim ESMTP-Protokoll unterstützt und ich kann auch schauen, ob da jetzt irgendwelche Commands kommen, die eigentlich nicht protokollkonform sind, möglicherweise auch gleich einmal ein Indiz auf einem Spam-Server. Ganz kurz, da wie so ein Config-Snippet, ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, das Ganze, ist aus Referenzgründen. Wie schaut diese Config aus, wenn ich diesen also den Boss-Screen einbinden möchte? Ich brauche den DLS-Proxy dazu. Das sind diese zwei Config-Files, die wichtigsten, die Master-Conf und die Main-Conf. Wenn ich DLS anbieten möchte, der hängt dann vor dem SMTP und nimmt auch die DLS-Verbindungen entgegen. Vielleicht zur Referenz, wenn sich der eine oder andere das dann konfigurieren möchte. Postfix absichern. Es gibt einen Haufen von Restrictions. Ich glaube, wir haben auch nicht die Zeit, dass wir da auch auf jeder eingehen. Genau. Ich kann mit diesen Restrictions relativ gut filtern. Handelt es sich um einen legitimen Client? Passen diese DNS-Records, was der Wolfgang kurz vorher erklärt hat, passt Reverse und Forward-DNS-Record zusammen? Stimmt das auch mit dem überein, was der Client im Hello dann sagt? Und so weiter. Diese Restrictions sind aber auch ganz wichtig, um zu verhindern, dass ich da ein Open Relay mir aufmache. Sprich, dass nicht legitimierte Sender über meine Mail-Server einfach Spam-Mails verteilen. Und das sind auch unter anderem die Relay-Restrictions ganz interessant. Da ist dieser Punkt Reject on off Destination. Das heißt, ich verhindere da, dass Mails zugestellt werden an Domains, die ich jetzt nicht als legitim eingetragen habe, sprich für die der Mail-Server auch nicht zuständig ist, beziehungsweise die auch nicht explizit erlaubt habe. DLS, wie sichere ich das Ganze ab? Ganz wichtig ist, ich kann nicht DLS enforcen, ich werde dann wahrscheinlich gewisse Mails nicht bekommen von Mail-Servern, die nicht entsprechend konfiguriert sind und DLS auch nicht unterstützen. Da ist es ganz wichtig, ich habe es da auch markiert, stellen wir das Ganze auf May, dann heißt es, wir unterstützen DLS. Ist die Frage, ja. Also die Frage war kurz, will man überhaupt solche Mails bekommen? Ich glaube, man verwehrt sich da, also man verhindert dann vielleicht, dass man auch das eine oder andere Mail bekommt. Man kann das Ganze auf Encrypt natürlich stellen, also damit man es auch wirklich enforced. Das wäre die Encrypt-Option, aber man verliert dann vielleicht auch das eine oder andere wichtige Mail. Wichtig ist, dass man es zumindest unterstützt. Man sollte auch sich da nicht zu viel einschränken, was die Protokolle betrifft, weil ich sage dann immer, besser, es ist überhaupt verschlüsselt, es kommt dann im Klartext daher. Vielleicht sollte man doch die Cypher-Suites zumindest auf High stellen, wie wir es jetzt empfehlen würden, und gewisse Cypher-Suites auch unterbinden. Also SSL V3 sollte man auch nicht mehr verwenden. Ja, Diffie-Hellman-File möglichst langen Key generieren, ist immer gut. Und wenn man eben auf Elliptic Curve Cryptography zurückgreifen kann, dann auch entsprechend das vielleicht relativ hoch einstellen. Also das wären so Empfehlungen, wie man es wirklich sicher machen kann. Connection Limits kann man dann noch einstellen, dass man da auch nicht wirklich zu viel dem Postfix zumutet, sage ich einmal. Das Client Connection Limit ist vielleicht ganz interessant, das sind dann auch die simultanen Sessions pro Client, die ich limitieren kann, und auch ein Rate Limit, das ich einstellen kann, wie viel Connections pro Zeiteinheit, das ist standardmäßig eine Minute, also ich würde von einem Client 60 Connections pro Minute zulassen, damit ich da auch nicht, sage ich jetzt einmal, zugespammt werde. Dann darf ich kurz an Wolfgang übergeben. Natürlich nutzt der best abgesicherte Postfix und Mail-Server nichts, wenn das Webmail, das ich davor schalte, unsicher, nicht abgedatet und einfach falsch konfiguriert ist. Und da ist natürlich die Regel Nummer 1, die man anwenden sollte, nur HTTPS. Natürlich, man kann es dann den Benutzern leichter machen und Port 80 auf 443 rewriten lassen. Das würde ich auch so empfehlen, das zu machen. Aber letztendlich muss man davon ausgehen, dass jeder Traffic wirklich zum Webmail
verschlüsselt ist. Das ist ganz wichtig. Man kann da natürlich noch hergehen und sich über das Webmail drüber, sage ich jetzt mal, also vor das Webmail, Web Application Firewall schalten. Dann kann man natürlich auch Angriffe auf Applikationsebene erkennen. Das ist vor allem sinnvoll jetzt bei Roundcube-Mail beispielsweise, weil die Teile dann natürlich in PHP programmiert sind und da gibt es ja immer wieder Sicherheitsschwachstellen und Möglichkeiten für Angreifer, da Lücken auszunutzen. Vielleicht gerade, wenn man es mal versäumt hat, die Roundcube-Installation abzudaten. Generell, was die DLS-Settings und Ciphers angeht, für den privaten Gebrauch würde ich so einstellen, dass es möglichst sicher ist. Sprich, da würde ich wirklich nur DLS 1.2 erlauben und sehr, sehr hohe Cyber-Suits, die ich brauche. Für einen geschäftlichen oder eher produktiven Betrieb muss man natürlich auch noch auf Kompatibilität achten. Aber ich sage mal, in dem Thema privater Mail-Server möglichst hoch, möglichst verschlüsselt, möglichst gut das Ganze zu machen. Das nächste, was natürlich auch, sage jetzt mal, ein kleines Feintuning ist, ist die X-Headers fürs HTTP, dass man eben so Dinge wie Cross-Site-Scripting unterbinden könnte, dass man HSTS einführt und so weiter. Das sind so kleine Tweaks, die wirklich empfehlenswert sind und auch die Security der Web-Oberfläche natürlich immens steigert. Natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, starke Passwörter. Es nutzt mir im Endeffekt alles wieder nichts, wenn mein Passwort 1234 lautet. Und da würde ich wirklich hergehen und Passwörter randommäßig erstellen lassen. Das kann ich jetzt mit einem Keypass machen oder ich kann es auch über die CLI abhandeln mit einem OpenSSL RandBase64-Generator. Könnte ich mir einfach eine zufällige Zahlen- und Zeichenkombination darstellen lassen. Was der Patrick schon ganz kurz angesprochen hat, Fail to Ban, das gilt natürlich auch bei der Web-Oberfläche. Das heißt, für, sagen wir mal jetzt, weit verbreitete Applikationen gibt es schon entsprechend Fail to Ban Regex-Regeln, die ich da anwenden kann. Aber es ist natürlich auch relativ einfach, basierend auf dem Logfile, sich selbst so ein Regex zu schreiben und dann eben zu schauen, dass man wirklich auf IP-Basis eben die möglichen Angreifer und Bots da erkennt, die sich da einloggen versuchen. Zurück zum Patrick. Ja, das Ganze geht jetzt dann auch schon wirklich relativ tief ins Detail, wenn man so ein sicheres System schaffen will. Es gibt dann noch so Sicherheitsframeworks, mit dem ich eigentlich im Wesentlichen unterbinde, dass Mails versendet werden von meiner Domain, ohne dass ich das ich diese Mails versendet habe. Sprich, es wird diese Absenderadresse einfach gespoofed und nicht legitime Mails versendet. Also ich möchte einfach den Missbrauch mit meiner Domain verhindern. Alle diese drei Punkte, die ich da aufgelistet habe, SBF, DKIM und DMARC, ich habe es schon ganz kurz erwähnt vorhin, machen sich DNS-TXT-Records zunutze. SBF, ganz kurz, ist das Sender Policy Framework. Es ist die einfachste Variante, wie ich da ein bisschen das Ganze regulieren kann und auch einschränken kann, wer wirklich Mails von meiner Domäne senden darf. Und zwar lege ich da in einem DNS-Record einfach fest, welche Absender, zum Beispiel IP-Adressen, es können aber auch A-Records sein, MX-Records, berechtigt sind, für meine Domain-Mails zu verschicken. Es ist eigentlich eine relativ effektive Variante, um das einmal grundsätzlich einzudämmen und einzuschränken. DKIM geht dann schon einen Schritt weiter. Da werden die Mails dann auch signiert kryptografisch. Das heißt, ich muss mir einen Keypair generieren. Ich brauche dann einen Public Key. Der wird im DNS-Record abgelegt. Und mit dem kann auch das ganze Mail dann verifiziert werden. Und DMARC ist dann eine Kombination dieser beiden Varianten, wo ich sage, ich möchte auch Reports bekommen, wenn zum Beispiel die SBF-Policy verletzt wird. Sprich, wenn einer ein Mail verschickt und ich validiere das auf meiner Seite und es ist nicht von dieser legitimierten IP, die eigentlich im DNS-Record steht. Ich werde da auch ganz kurz herzeigen, wie schauen solche Records im DNS aus. Ganz einfaches Beispiel für einen SBF-Record. Ich schreibe da die IP-Adresse rein, würde sagen, alle MX-Records für meine Domains sind berechtigt und alles andere verbiete ich. Also das wäre so eine ganz einfache SBF. Policy, sage ich einmal. Bei DKIM schaut das Ganze dann ein bisschen anders aus.
ich kann da den Algorithmus definieren, mit dem ich arbeite, in dem Fall RSA und einen Hashing-Algorithmus. Ich sage, ich lasse nur SHA-256 zu. Und ich schreibe da dann meinen Public Key in diesen Record auch hinein. Bei DMARC sage ich dann, ich definiere eine Aktion, was passieren sollte, wenn jetzt eben verletzt wird, diese Policy, sprich, ich möchte, wenn es nicht validiert werden kann, beziehungsweise ungültig ist, die ganzen Mails rejecten, und zwar zu 100%. Und ich möchte an diese Adresse Mails bekommen, die diese Verletzungen auch aufzeigen. Und zwar gibt es das sogenannte Aggregate Reports, die jeden Tag einmal normal generiert werden und verschickt werden, beziehungsweise forensische Reports, die auch verschickt werden, wenn es jetzt gerade ein Event auftritt, sprich, wenn jemand ein Mail empfängt und dieses nicht policy-konform ist. Das unterstützen aber nur die wenigsten. Da kann ich noch genau ein bisschen, möchte ich auch nicht ins Detail eingehen, wenn es den einen oder anderen interessiert, kann man dann das vielleicht im Nachhinein kurz genauer besprechen. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang auch DNSSEC, weil ich möchte auch sicherstellen, dass diese Sachen, die ich da in den DNS, in die DNS-Records reinschreibe, auch wirklich korrekt beim Empfänger ankommen. Sprich, wenn ich jetzt eine Abfrage mache am Mail-Server, DNS ist sowieso immer ein wichtiges Thema, gerade auch bei den Blocklists, gegen DNSSEC validieren, dann kann ich da auch sicher sein, dass das, was ich reinschreibe und was dann der Empfänger abfragt, auch wirklich valide und korrekt ist. Ja. Ja. Es ist so, also ich kann, also für Deki muss ich auf jeden Fall was am Server machen, wenn ich Mails verschicke, das muss ich die E-Mails signieren. Grundsätzlich, wenn ich sage, ich möchte für meine Domain das aktivieren, reichen dann für SPF zum Beispiel einfach nur die DNS-Records. Aber als Empfänger möchte ich das natürlich auch validieren. Sprich, ich bekomme jetzt eine Mail von jemandem, dann muss ich auf meiner Seite das Ganze validieren. Das heißt, ich muss DMARC validieren, ich muss SPF validieren. Wenn ich DMARC unterstützen möchte, dann wäre das eben schon inkludiert. Also bei DMARC validiere ich das SPF und DKIM. Also es gibt immer zwei Seiten. Ganz kurz zum Spam-Filter. Gibt's, also wir haben uns jetzt zwei Varianten rausgesucht, die man vielleicht ganz kurz erklären möchte. Das klassische ist der AMAVIS, das steht für Email Virus Scanner. Das klassische Setup mit AMAVIS DNU und Spam Assassin, der sich da relativ leicht einbinden lässt. Spam Assassin ist einfach ein Framework, mit dem ich jetzt auf Spam-Mails filtern kann. Zusätzlich binde ich dann vielleicht auch noch einen Virenscanner ein, der mir die Mails dann auch gleich serverseitig auf Viren scannt. Immer eine gute Idee, das gleich auch serverseitig machen zu lassen. Das Spam Assassin filtert grundsätzlich nach Ausdrücken anhand von Regex und greift dann auch auf zum Beispiel Realtime Black Hole Lists zurück, wo ich dann sagen kann, ich möchte gewisse Domains filtern, was auch so, schon der Postscreen machen könnte, diese DNS Blacklists, was ich vorher auch genannt habe. Interessant ist es da vielleicht auch, wenn man das gleich dann auf Seite vom Spamfilter dann integriert, weil das Ganze auch zum Scoring dann beiträgt. Das heißt, ich kann da, habe da mehrere Faktoren, die ich in Scoring mit einbeziehen kann. Es gibt dann auch noch da Erweiterungen, zum Beispiel Razor und Pyser, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, ich sage es einmal jetzt so, die anhand von Prüfsummen einfach auch diese Mails leichter klassifizieren. Es gibt einen relativ neuen Vertreter bei diesen, sage ich mal, Spam-Filtern, das ist der RSpamD. Das ist ein modernes Projekt, ein ganz neuer Ansatz, wesentlich moderner und auch auf Performance ausgelegt. Das Ganze bezeichnet sich selbst als Fast Free Open Source Spam Filtering System laut Webseite und bietet auch ein sehr, sehr einfaches, elegantes Webinterface, wo ich ein paar Graphen habe. Ich kann auch darüber konfigurieren, was vielleicht für den einen oder anderen sehr angenehm sein kann. Und ich habe auch dort meine ganzen Logs drinnen. Das Ganze wird im Postfix einfach integriert als sogenannter Milter. Das sind die Mailfilter. Die haben den Vorteil, dass sie quasi noch das Mail rejecten können. Das Mail wird eigentlich nie angenommen. Das heißt, wenn ich hier einen Spam habe und der einen gewissen Score hat und sage, ich möchte den gleich rejecten, ich habe noch die Möglichkeit. Das ist eigentlich eine sehr elegante Art, einen Spamfilter einzubinden
in den Postfix. Das Ganze, wie gesagt, passiert noch vor dem Einleiten in die Queue. Der RSpamD kann diese ganzen Checks, was ich jetzt gesagt habe mit SPF, DMARC, DKIM, hat er schon als Plugins integriert. Sowohl DKIM Signing als auch bei SPF die Überprüfung und bei DMARC ebenfalls die Überprüfung und handelt dann auch entsprechend der Policies, die da der Absender im DNS festgelegt hat. Ich habe dort auch die DNS-Blacklist-Checks wieder drinnen, die auch zum Scoring beitragen. Also das ist empfehlenswert, wenn ich so ein Setup habe, vielleicht nicht im Post-Screen das gleich alles abzufackeln, sondern dann später über den Spam-Filter machen zu lassen. Graylisting habe ich noch dabei. Fuzzy-Hashes, das ist auch, wo ich die E-Mails, also sehr ähnliche E-Mails finden kann, die schon bekannt sind als Spam, mit einer Datenbank abgleichen kann. Ich habe Phishing-Checks dabei, kann Rate-Limits setzen, habe IP-Reputation-Checks und das Ganze ist wirklich ein tolles, performantes System, wo ich schon mit der Standardkonfiguration eigentlich ein sehr gutes Ergebnis, was das Spam-Filtering betrifft, erzielen kann. So schaut das Ganze aus, wenn ich das in Postfix integrieren möchte. Das sind ein paar Zeilen, auch nur zur Referenz, möchte ich jetzt auch nicht näher erklären. Wir werden die Präsentation dann eh noch hochladen, also ich denke, das sollte dann gehen, dass wir es noch zusätzlich hochladen und dann kann man sich das auch noch einmal anschauen. Das ist das Webinterface. Ich habe da einen sehr schönen Graphen. Ich sehe über einen gewissen Zeitraum, den ich einstellen kann, wie viele E-Mails sind rejected worden, was war okay und je nachdem, welche Klassifizierung ich eingestellt habe, das Ganze arbeitet nach einem Punktesystem. Je nachdem, wie viele Punkte ein Mail erreicht, wird entsprechend damit umgegangen. Im Standard-Config, wenn ich einen relativ hohen Score habe, wird es sofort rejected und kommt dann gar nicht mehr an. Gut, noch ganz kurz zu dir, Wolfgang. Genau, wie der Patrick eben schon gesagt hat, ist das Scanning von Viren auf Mail-Server-Seite natürlich wichtig, damit man auch die User dahinter bestmöglich schützen kann. Da möchte ich eben zwei Vertreter kurz vorstellen. Das erste ist einmal Sophos, das ist eben free as in free beer. Das ist kostenlos, aber eben nicht Open Source. Und auf der zweiten Seite eben ClamAV, kennt man natürlich, ist starkes, umfassendes Antiviren-Tool, generell, wenn man es jetzt braucht. Man wird jetzt vielleicht lachen, wenn man jetzt hört Linux und Antiviren-Tool, das passt nicht so ganz zusammen, aber gerade auf der Mail-Server-Seite ist es doch recht sinnvoll, weil man ja nicht weiß natürlich, welche Client-Betriebssysteme die User dahinter verwenden. Und wenn dort eben schädliche Files transportiert werden oder drüber gesendet werden, sollte man die natürlich auch bestmöglich schützen. Sowohl Sophos als auch ClamAV kann leicht beim Postfix dazu eingebaut werden. Es gibt auch für einen Spam-Assassin, der das Ganze dann regelt, fertige Konfigurationsfelder, also Konfigurationsoptionen, die man quasi nur mal editieren und freischalten muss. Man hat da quasi am Mail-Server einen Primary- und einen Secondary-Mail-Scanner, da würde eben beide eintragen, sprich wenn der Primary nichts findet, der Secondary auch sagt, ist gut, dann wird der Mail-Anhang ja wohl passen und der wird dann natürlich weiter zugestellt und zugesendet. Konfiguriert wird das Ganze eben in einer Amavis-Config, das ist der 15-AV-Scanners-Conf mit vordefinierten Feldern zum Einkommentieren. Dann kann es da schon losgehen. Hier auf dieser Seite haben wir euch noch einige hilfreiche Tools aufgezeigt, mit der ihr dann letztendlich auch eure Konfiguration überprüfen könnt. Ganz oben natürlich die MX-Toolbox. Die ist wirklich sehr, sehr umfangreich und dann wirklich sehr viele Optionen jetzt auch auf DNS-Seite zu checken, ob alles passt, auf SMTP-Seite zu überprüfen, ob man jetzt vielleicht doch ein Open Relay zulässt. Und diese Files, also diese Links, die sollte man wirklich begutachten und wirklich schauen, dass die erfüllt werden, dass man da möglichst alle Scores erreicht. Gut, dann dürfen wir uns jetzt für die... Ja. Bitte gern. Gut, ja, dann dürfen wir uns jetzt für die Aufmerksamkeit bedanken und gibt es noch Fragen dazu? Stehen wir natürlich gern zur Verfügung. Ja, bitte. Einen Augenblick, bitte. Ja, danke für den Vortrag. Was mir noch so ganz spontan einfällt, Frage/Anmerkung, Mail-Server auf einen VPS aufsetzen ist natürlich ein Glücksspiel.
weil ich weiß nicht, was auf den VPS oder auf der IP-Adresse des VPSs vorher gelaufen ist. Das könnte ein Spam-Schleuder gewesen sein. Und natürlich, jetzt könnt ihr den Mail-Server perfekt aufsetzen. Die IP ist bei Microsoft und Google geblockt. Das kriegt ihr in einem Jahr nicht raus. Habt ihr da irgendeine Tipps, wie man sowas vielleicht vermeiden kann oder wie der Laie sowas vermeiden könnte? Also mal grundsätzlich, wie Sie eben richtig dann gesagt haben, ist das die Sache so, dass man vielleicht in einer send.spamhaus.org landen kann, weil man eben nicht weiß, was der Host oder der Provider vorher mit der IP-Adresse gemacht hat. Wirklich was dagegen machen, ist jetzt schwierig. Ich könnte mir nur vorstellen, dass natürlich der Laie an sich selbst gegebenenfalls vielleicht ein Re-Rating machen könnte, aber wie man sich jetzt effektiv dagegen schützt. Dr. Patrick, was wüsste? Ja, grundsätzlich bei den meisten dieser DNS-Blocklists, wo man dann vielleicht drauf landen könnte, kann man sich auch wieder austragen lassen. Natürlich ist das immer so eine Sache, wenn man da wirklich auf vielen Listen geblockt ist, wird das ein bisschen schwierig, beziehungsweise teilweise auch unmöglich. Vielleicht kann man sich, wenn man da einen Provider hat, der einem da entgegenkommt, auch eine neue IP-Adresse für diese BPS dann holen. Ich habe das Problem nicht gehabt bei einem französischen Anbieter mit 3 Buchstaben. Ich glaube, der eine oder andere weiß, welchen ich meine. Grundsätzlich die IPv4-Adresse war kein Problem. Ich habe das Ganze dann auch mit IPv6 konfiguriert. Da ist es blöd, man kriegt leider nur eine IPv6-Adresse und aber das ganze Subnetz auf einer Blackliste. Hier hat man dann keine Chance, dass man das Ganze runterkriegt. Mit IPv4 habe ich da kein Problem gehabt. Also natürlich ist es ein Punkt, den sollte man beachten. Also es kann natürlich sein, dass man da Pech hat und wirklich irgendwo auf einer Blackliste ist. Ja, das ist schon richtig. Danke. Bitte. Ja. Bei Copano sind ja an und für sich gewisse Module, glaube ich, an gewisse Lizenzen gebunden. Zum Beispiel der Archiver braucht eine relativ starke Lizenz. Ist das in der Open-Source-Version auch drinnen oder sind da nur die Produkte drinnen, die zur Basislizenz quasi gehören? Grundsätzlich ist die, also ich habe, was ich so gesehen habe, ich meine, ich habe da den Archiv und sowas, ist wahrscheinlich fürs private Setup dann nicht so unbedingt interessant. Ich glaube, das ist dann die Funktionalität, dass ich quasi Archiv-Mailboxen bauen kann und nach einer gewissen Zeit dann meine Mails nur in einem Archiv auslagern kann, auch was dann vielleicht Backup auf einen anderen. Das war es interessant. Ja, also man fürs Backup, glaube ich, gibt es auch andere Varianten. Man, grundsätzlich ist es so, dass ich auch gelöschte E-Mails in der, also ich habe die Community-Variante bei mir installiert, die gelöschten E-Mails wieder zurückholen kann. Also auch wenn ich sie aus dem gelöschten Ordner entfernt habe, ich kann sie wieder herstellen. Für die Backup-Strategien würde ich, also ich mache es so zum Beispiel, dass ich einfach immer einen Datenbank-Dump mache, zweimal am Tag, mir das wegschreibe und eine gewisse Zeit aufhebe und ich mache es auch so, dass ich mir einfach die Attachments, wie ich gesagt habe, die in einem lokalen Verzeichnis liegen, einfach zusammenzippe und die aufs NAS weglege. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube schon, dass es dass diese Funktion auch in der Community-Variante dabei ist. Ich möchte meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber so ziemlich alle Module sind zumindest zum Download verfügbar. Ich habe auch nicht alle verwendet. Also ich verwende das Files-Modul nicht, MetaMask und diese Sachen, was ich auch kurz erwähnt habe. Also die Core-Module kann ich auf jeden Fall nutzen. Ich muss Ihnen leider sagen, ich kann es Ihnen jetzt nicht genau sagen. Ich denke schon. Und der Outlook-Connector ist mittlerweile auch frei? Outlook ist möglich, habe ich probiert, funktioniert sehr gut, weil es über das ActiveSync-Protokoll funktioniert. Aber Outlook kann ich verwenden, auch diese Extension, wo ich dann zum Beispiel auch die Out-of-Office-Times setzen kann. Das funktioniert in der freien Version auch, ja. Entschuldigung, der Herr da oben hätte schon das Mikrofon, aber wir können vielleicht sonst ganz kurz die Frage. Geht es sich noch aus, die Frage? Ja. Ja, vielleicht, weiß nicht, machen wir uns zuerst die Frage, oder? Meine Frage auch. Es ist keine Frage, es ist eine Anmerkung. Ich habe auf Encrypt und alles auf höchsten Cypher-Levels und alles, was geht. Ja. Zitat ist, your setup is as secure as it can be. Und ich kriege eigentlich alle E-Mails, die ich kriegen will. Und ein paar mehr. Ja, der Punkt ist, ich kriege alle, die ich kriegen will. Das ist natürlich immer, wenn man es für eine breite Community zur Verfügung stellt, vielleicht nicht wünschenswert, die ich kriegen will, aber für den privaten Mail ist aber durchaus gebräuchlich, also dass man so einstellt. Ich habe schon so 50 Nutzer.
Okay. Und keiner hat sich jemals beschwert. Ja, also es gibt vielleicht teilweise noch schwarze Schafe, die kein DLS unterstützen, aber mittlerweile ist es schon wirklich relativ gut. So, ich glaube, der Herr war noch, ja? Das Mikrofon kommt. Moment. Im BIT-Zentrum unten gesagt, bei einer Schulung, verwenden Sie jedes E-Mail-Programm, nur kein Outlook. Das meistverseuchteste Programm. Ja, also ich glaube, in dem Umfeld brauchen wir jetzt uns eh nicht über Outlook da unterhalten, beziehungsweise es ist einfach möglich, dass man es verwendet. Sie fahren auch ganz gut mit dem Webmail-Interface. Sie müssen Outlook natürlich nicht verwenden. Ich möchte jetzt da nicht über die Sicherheit von Outlook da viel philosophieren. Da scheiden sich, glaube ich, die Geister, beziehungsweise wir wissen, dass es in letzter Zeit auch immer wieder nette Bugs gegeben hat, beziehungsweise Sicherheitslücken. Sie brauchen, wenn Sie Kubano verwenden wollen, natürlich auch Outlook überhaupt nicht verwenden, ist auch für Linux jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht relevant. Das Webmail-Interface deckt alles ab. Ich kann die Desktop-App, die Desk-App installieren, die mehr oder weniger das Webmail-Interface abbildet mit einer Notification-Funktionalität erweitert, dass ich auch wirklich Pop-up bekomme, wenn ich die E-Mails habe. Und Sie brauchen da gar nicht auf Outlook zurückgreifen. Also, ich meine, Sie können, wenn Sie wollen, wenn Sie Windows verwenden, es ist Outlook möglich, man kann es mit ActiveSync einbinden, aber natürlich, ich wollte es nur erwähnen, der Vollständigkeit halber. Okay. Gut, okay, eine ganz kurze letzte Frage. Ist es noch aus, oder? Eine ganz kurze Frage. So sehr ich dich darum beneide, dass du TLS-only fahren kannst, wenn man mit vielen anderen Mail-Partnern und Partnerinnen zu tun hat in diesem Internet, hast du mehrere Probleme damit. Das eine ist, du bist damit RFC-ignorant, weil der SMTP-Standard einen Plaintext-Fallback vorschreibt und wenn du den nicht machst, landest du auf eigenen Blacklists die RFC-ignorant-Server blocken. Das kann dann auch so weit gehen, dass du von Mail-Servern, die TLS sprechen, nicht mehr angeredet wirst. Das ist im Business-Umfeld schlecht fürs Geschäft, leider. Und was mir noch abgegangen ist ein bisschen, das Thema Privatsphäre, weil E-Mail ist ja lieb, aber Metadaten sind King und E-Mail hat, also ist voll davon, es hat hauptsächlich Metadaten und weniger Inhalte in letzter Zeit auch. Und du hast auch so Sachen angesprochen wie Client Certificates, das liegt halt einmal kryptografisch meiner Identity ganz wunderbar, was ich mit Passwörtern nicht habe als Problem. Wolltest du vielleicht nächstes Jahr einen Talk über Privatsphäre machen, was E-Mail angeht, weil da kann man mit Postfix auch sehr viel machen mit Header-Filtern. Okay. Ja, das werden wir uns noch überlegen. Das werden wir uns noch anschauen, vielleicht für den nächsten Linux-Tag. Aber vielleicht noch ganz kurz, wenn ich da noch eingreifen kann. Ich meine, in der Linux-Community ist immer das Thema BGP vielleicht auch ein großes, wo ich meine E-Mails dann auch signieren und verschlüsseln kann. Was Kubano bietet, was Ich persönlich, ich bin ein größerer Fan von S-MIME, ja, weil es einfach leicht unterstützt ist und breiter unterstützt wird auch von Mail-Clients, weil auch viele Leute Outlook verwenden zum Beispiel und es da zum Beispiel schon integriert wäre, wenn ich jetzt anderen Leuten sende. Kubano hat eine relativ nette Erweiterung. Ich kann da einfach S-MIME einbinden und auch über das Webinterface nutzen. Das funktioniert auch sehr gut. Vielleicht noch als Randbemerkung. Ich habe es mir eigentlich notiert gehabt, aber es war jetzt wirklich schon viel, was wir da erzählt haben. Ich muss gestehen, ich habe es vergessen. Ich wollte es kurz erwähnen, aber auch bezüglich Privatsphäre und dass ich meine E-Mails auch dementsprechend authentifizieren kann, dass es wirklich ein valider Absender ist, dass das die Gegenseite überprüfen kann, ist vielleicht auch S-MIME ein Thema. Für PGP gibt es dieses Plugin nicht. Ist eine absolut richtige Aussage. S-MIME und PGP lösen dieses Problem nicht und gehen komplett an dem Header-Problem, das E-Mail hat, komplett vorbei. Ja. Also die helfen dir da nicht. Ich wollte es nur im Thema Privatsphäre vielleicht noch einmal nur ergänzend erwähnen. Aber Inhalte sind irrelevant. Ja. Gut, dann danke für die Fragen. Zu guter Letzt möchte ich noch hinweisen, gebt uns Feedback, die Feedback-Möglichkeit bitte ausnutzen und danke nochmal für eure Aufmerksamkeit. Danke.